Road to IPO. Wir erklären den Weg zum Börsengang. Jan ist Gründer eines erfolgreichen Startups. Weil das auch in Zukunft weiter wachsen soll, braucht er Kapital. Eine Option wäre, dafür an die Börse zu gehen. Doch ist der Weg dorthin nicht viel zu kompliziert? Jan informiert sich und erkennt, beim Börsengang ist er nicht auf sich allein gestellt. Ein Expertenteam steht ihm zur Seite und führt ihn strukturiert durch den Prozess. Rund 6 Monate vor dem Börsengang in der Vorbereitungsphase stellt Jan in seinem Unternehmen ein IPO-Team zusammen, das alle Themen rund um den Börsengang betreut. Die Deutsche Börse organisiert unter anderem eine Banken-Roadshow. Die von Jan ausgewählte Bank sowie erfahrene Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer aus dem Netzwerk der Deutsche Börse Capital Market Partner begleiten ihn im weiteren Prozess. Und eine IR-Agentur kann die Investor Relations-Aktivitäten unterstützen. Für die nächsten 6 Monate erstellen die Beteiligten einen festen Zeitplan. In der Strukturierungsphase ermitteln Jan und die Bank die Stärken und Schwächen des Unternehmens. Die Erfolgsfaktoren und weitere Details werden zur Equity Story zusammengefasst. Auf deren Basis entwickeln Analysten den Research Report. Die Bank und die Anwälte erstellen zusätzlich den Wertpapierprospekt. Die Dokumente enthalten alle wichtigen Fakten, etwa zu Jans Produkten, der Branche sowie Investitionschancen und Risiken. Durch Coachings der Deutschen Börse lernen Jan und sein Team auch, ihr Unternehmen überzeugend zu präsentieren. Wenige Wochen vor dem Börsengang heißt es, Gas geben. Jetzt gilt es, die Öffentlichkeit für Jans Unternehmen zu begeistern. Im Rahmen einer Roadshow weckt er das Interesse der Investoren. Diese machen sich anhand der Equity Story, des Research Reports sowie des Wertpapierprospekts ein Bild vom Wachstumspotenzial und den Alleinstellungsmerkmalen des Unternehmens. In der Zeichnungsphase entscheiden sie, ob und zu welchem Preis sie investieren möchten. Jan und die Bank bestimmen anhand der Angebote den Ausgabepreis. Jan ist gespannt. Am ersten Handelstag entscheidet sich, wie hoch der erste Börsenpreis ausfällt. Der Handel beginnt. Jetzt können die Investoren, neue Interessenten und auch Jan Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Jan freut sich. Denn nun steht ihm mehr Kapital zur Verfügung. Neben finanzieller Unabhängigkeit steigert der Börsengang auch den Bekanntheitsgrad seines Unternehmens und das Vertrauen seiner Kunden, Partner, Investoren und Mitarbeiter. Dank gestärkter Eigenkapitalbasis kann Jans Unternehmen stetig wachsen. Bereit für Ihren eigenen Börsengang? Die Deutsche Börse unterstützt Sie gerne dabei.